Let's Play Enderal. Ich kann nicht glauben, dass Siegelmeister. Es geht langsam aufs Ende zu. Nicht er. Und wir müssen durch einen Tunnel hinabsteigen in die Unterstadt, um den Numinos zu finden. Saira. Kein schöner Anblick, was? Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes, etwas Gutes? Naja, was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Naja, ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Ja. Wenn alles so kommt, wie Arantiales vermutet, wirst du dich ergeben? Ich weiß nicht, wenn es einen Weg gibt, das ganze Leben zu überstehen, dann würde ich es darauf ankommen lassen, Zeichen setzen, hin oder her. Ja. Das kann ich verstehen. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. Okay. Wohin? Ach, wieder da rein, okay? Ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, das ganze Leben zu überstehen, warum nicht? Ich meine, warum sollte ich mich ergeben? Wir kämpfen so lange für die Rettung der Menschheit und dann ergeben wir uns. Prophet, wir werden hier tun, was wir können, aber beeilt euch. Weitermachen. Wer weiß, was die Nerimesen sich einfallen lassen werden, um in den Tempel zu gelangen. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich bin echt gespannt. Na? Ja klar, die warten bestimmt hier unten und keiner hat sich um die blöden Ratten gekümmert. Ich habe natürlich wieder kein Futter und so weiter mitgenommen, ich Depp. Kann hier nichts looten. Gift aus Tunnel. Der Orden der Götter ist wirklich kreativ, Arathea. Meine Hochachtung. Sie sind da. Kommt. Was ist das denn? Interessant. Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Folgt mir. Theodor durch die Tunnel folgen. Ich gehe voraus. Oh, da muss ich jetzt warten. Ich muss warten. Ich schub's mal ein bisschen an, vielleicht geht er schneller. Kommst du, wenn ich vorgehe? Ja. Das ist irgendwie in allen Spielen so. NPCs? Oh. Feinde, mach dich bereit. NPCs können sich nie so schnell bewegen wie du selber. Jämmerlich. Kommt, geht ihr mal vor da. Ich muss mir gerade den Kopf kratzen. Arr. Sehr sicherer Tunnel. Hat er gut gemacht. Sind wir schon in der Unterstadt? Falls ihr euch fragt, die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel.
Wie viele Ausgänge gibt es? Ich vermute, eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Mirail befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur Stadt der Pyräer. Na denn? Verbotene Tunnel. Dass solche Tunnel immer irgendwie so einen Namen haben müssen. Verbotener Tunnel. Verfluchter Tunnel. Tunnel des verbotenen Fluchs. Na, kommst du? Ja, super, noch mehr Mistviecher, oder was? Was ihr machen denn die hier unten? Aufhalten. Hallo? Nee. Ja. War voll vorbei. Zum Glück kommt überhaupt nichts drauf. Put. Mehr Lakai. Es geht los. Komm her, Lakai. Oh, noch ein Lakai. Das waren alle. Sehr schön. Ich find's nett, dass Kalia mir das immer sagt. Na, wohin? Wohin genau? Ihr müsst nicht immer auf mich warten, ich komme schon hinterher. Ein alter Mann ist kein D-Zug. Ja? Geh Holz. Krähenviertel. Sagt mir jetzt gar nichts in der Unterstadt. Waren wir da schon mal? Warum heißt es Krähenviertel? Da unten kommen bestimmt keine Krähen hin. Kommen Krähenmenschen. Schlachtenlärm. So, würdet ihr dann? Da wären wir. Ihr kennt die Gegend am besten, Prophet. Geht vor. Tu ich gar nicht. Gesessene! Hör mal, alles! Komm her! Jetzt hätte ich bei einem Falschen geschlagen. Oh, Brot! Das ist doch geil! Das ist einer der Götzenkranken! Fokus in dir! Fokus! Ich weiß langsam nicht mehr, wer Freund oder Feind ist hier. Fokus, Kalima. Fokus. 2 Jahre lang habt ihr euer Volk belogen. Ihr seid erbärmlich. Allesamt. Fokus, Kalima. Fokus. Oh, nicht runterfallen. Der wippt noch ein bisschen rum. Ist einer von euch Essen dabei? Nö.
Nix dabei, Mann. Ich wechsle jetzt doch mal wieder aufs Schwert. Ich glaube, ich ist ein Aber bisschen das ist fixer. Doch Irrsinn. Unser Glaube ist friedlich. Ah ja? Und die Lichtgestalt, die Malphas war, wandte sich ab und reckte die Hände gen Himmel. Hallo. Aha, habe ich noch ausgerüstet. Nein, halt. Ich sehe nichts mehr. Ah. Ihr macht alle Finishing Moves, nur ich nicht. Ich will auch. Mann. Zeit für ein Krustenbrötchen. Where are all my finisher gone? Die haben hier unten. Das ist der Ort. Okay. Sharon, ihr seid dran. Gut. Geht in Deckung. Okay. Beeindruckend. Geht in Deckung. Entrupp. Geht vor, Prophet. Ihr wisst, wonach wir suchen. Geht in Deckung. Ich mach das nämlich ganz ungefährlich auf, aber geht in Deckung. Keine Explosion, nix. Naja, gut. Er sorgt sich nur. Okay. Ist gekauft. Aha, danke. Brauche ich keine Fackel. Hier lang. Bitte nicht! Ich lauter Visionen. Zaira, du bist blass. Wieder das Echo, richtig? Ja, aber es war irgendwie anders. Anders? Vermutlich, weil wir uns dem Epizentrum der letzten Läuterung nähern. Wenn wir also nur der Intensität des Echos folgen, müssten wir über kurz oder lang zum Tempel gelangen. Sollte ich vielleicht die Untertitel wieder einstellen? Wo waren das? Sonstige Untertitel. Ja, aber hallo. Verloren. Aber was ist mit ihren Augen? Die Hohen. Sie wollen uns daran hindern, den Tempel zu erreichen. Sollen sie es nur versuchen. Die haben gar nichts drauf. Ja, da kommt mal her. Und eins und zwei und zwei und zwei und drei und vier. Ach, du bist auch noch da. Ja, auch mal wieder ein Finisher, schön. Aber ich mach keine so geilen wie die anderen. So voll aufspießen und den Ohr schnell raus, das komme ich nicht mehr raus. So, hier geht dort weiter. Sieht richtig cool aus hier unten. Ich bin ja gespannt auf die Stadt. Die sieht bestimmt auch hammermäßig aus. Na, kommt. One Hit Wonders. Die so einfach. Stadt der 1000 Flüsse. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt bestimmt noch mal was richtig Geiles zum Gucken. Hoffe ich. Auf jeden Fall sehr viel kommt, weil meine Framepoints gerade in den Keller gehen. Die Stadt der 1000 Fluten.
Fluten. Ich sagte beim Flüsse, Namen ne? Der Sonne. Das ist wunderschön. Und gefährlich. Seht ihr den Turm dort vorne? Vielleicht können wir über ihn nach unten steigen. Kommt. Okay. Er hat uns verraten! Er und die Tempelwächter! Sie haben Jakal die Tore geöffnet! Ihr hättet die Wahl. Ihr hättet wählen Nein, können bitte. Zwischen Ignoranz und Frieden, aber ihr habt euch falsch entschieden. Jetzt zahlt euer Volk die Strafe dafür. Sterbt! Was sehe ich denn da? Mit Thealor über die Vision sprechen. Was habt ihr gesehen? Scheint, als seien die Pyräer auch verraten worden. Entschuldigung. Scheint, als seien die Pyräer auch verraten worden. Ich habe die Stadt in Flammen gesehen. Und der, der das getan hat, hatte ähnliche Beweggründe wie Koarek. Was? Das heißt, was wir tun, haben die Pyräer auch getan? Wir handeln immer noch vollkommen nach dem Muster. Aber soll das heißen, alles, was wir bisher erreicht haben, hat keinen Unterschied gemacht? Die Sternstadt, der Siegelstein? Es heißt nur, dass die Stadt der Tausend Fluten derselben Intrige zugrunde gefallen ist wie Ark. Mehr nicht. Wir sind die erste Zivilisation, die der Entzündung des Leuchtfeuers so nahe steht. Das spüre ich. Jetzt geht der Untertitel nicht mehr weg. Ganz geil. Wartet mal kurz, ich mach mal einen Quicksave und lad das nochmal, das nervt. Hoffentlich ist er jetzt weg. Ja, ist er. Ich krieg hier noch einen Drehwurm. Aber schon komisch, dass genau das auch hier passiert ist. Was heißt das? Was bedeutet das? Ich komme noch nicht dahinter. Tun wir genau das, was wir tun sollen? Beziehungsweise handeln wir genau im Interesse der Hohen? War ja klar, ich nehme die Waffe weg und davon stehen wieder welche. Da stehen ganz viele. Nee, doch nicht. Das ist nur der Schein. Lächerlich. Was ist das? Kommt bestimmt noch mehr. Wurden die alle verbrannt oder? Oh. Oh Mann. Boah. Bei Malfas. All die Toten. Was ist mit ihren Körpern? Wie kann es sein, dass sie heute noch hier sind? Sie müssten doch schon längst zerfallen sein. Gute Frage. Huh. Was? Das sieht mir nach Magie aus. Schaut. Sie ist so fahl wie Asche. Die Läuterung, dass sie muss ihnen das angetan haben. Oh, das hier müssen die letzten Momente gewesen sein, bevor die Hohen sie verschlungen haben. Und sie haben versucht, zum Tempel zu gelangen. In Sicherheit. Vergebens. Das ist schrecklich. Ja, unglaublich schrecklich. Los jetzt, weiter. Hallo? Beeindruckend. Ich schätze, wir haben Besuch. Ihr seid beeindruckend. Alles um euch zerfällt und dennoch weigert ihr euch aufzugeben. Verratet uns eines, Asatheal. Woher nehmt ihr eure Kraft, weiter zu kämpfen? Ist das ein Manipulationsversuch? Wenn ja, dann erspart ihn uns und kämpft. So verbissen. Wie schön es doch wäre, wenn man alles einfach nur zerstören könnte, nicht wahr? Selbst die Vergangenheit. Sagt uns, wissen eure Gefährten die ganze Wahrheit über euch? Gehen wir. Dieser Unfug ist fruchtlos. Fruchtlos? Wir wollen doch nur klare Fronten schaffen. Seht sie euch doch an, wie ratlos sie sind. Schweigt, verdammt nochmal! Eure Spielchen funktionieren nicht! Also nein.
aber irgendwie machbar sein. Nicht in Inodan, Thealor. Die Schwangerschaft konnten wir vertuschen, aber ein lebendes Kind? Eine Lichtgeborene mit einem Sterblichen? Das ist Ketzerei. So albern das aus meinem Mund klingt. Du könntest mit ihm fliehen, irgendwohin, in ein kleines Dorf, wo euch niemand findet. Was? Irlanda, das. Nein, man würde mich erkennen. Nicht unter meinem Schutz. Niemand würde es merken. Und selbst wenn, niemand würde es wagen, sich eine Lichtgeborene zum Feind zu machen. Niemand! Thealor, ich bitte, lass ihn nicht vaterlos aufwachsen. Er wird besonders sein und er wird deine Fürsorge brauchen. Was soll dieser Unfug? Hört auf damit, sofort! Aber, nein, ich kann das nicht. Der Orden, Irlanda. Und du hast selbst gesagt, dass der Rat kurz davor steht, mich... Du weißt, was ich meine. Du meinst die Erhebung? Ich kann nicht glauben, dass du das sagst. Hier geht es um ein Kind, Thealor. Unser Kind. Ja, unser Kind, sehr schön. Aber ich habe Verpflichtungen, verdammt. Du weißt es besser als alle anderen. Halt den Mund, verflucht! Ich habe hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen, Irlanda. Und jetzt soll ich das alles aufgeben für dieses Ding? Thealor, wie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Seraph zu sein ist ein Titel. Ein verdammter Titel. Wie zum Henker kann dir das wichtiger sein als... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie auch. Du hast doch keinen Schimmer, was es bedeutet, für seine Ziele kämpfen zu müssen. Wir werden ihn fortgeben zu irgendeinem deiner Diener. Es ist besser so. Für ihn und für uns. Ich habe eine Idee. Was wohl passiert wäre, wenn ihr damals für euren Sohn da gewesen wärt? Ob er niemals begonnen hätte, die Götter für diesen tiefen, lauernden Hass in ihm verantwortlich zu machen? Korrekt. Ihr habt euren Sohn zu dem gemacht, was er geworden ist, und das nur, weil ihr eine Beförderung wolltet. Und damit tragt ihr die Schuld am Tod der Götter, die ihr zu schützen geschworen habt. Deshalb werdet ihr auch hier scheitern, wisst ihr, weil ihr immer gescheitert seid. Als Feldherr, als Beschützer der Götter und als Vater. Ihr seid ein Schlechter, ein Versager. Nicht der strahlende Retter, als ihr hier in Erinnerung bleiben wollt. Gesteht es euch endlich ein. Kirash, das sind verdammt viele. Das können wir, Großmeister. Oh shit. Das werden wir sehen. Charmin, die Hüterin Zakarech den Rücken frei. Oh shit. Auf. Puh. Die sind heftig. Lächerlich. Ja, ich glaube, wir ziehen es jetzt durch. Ich mache jetzt hier keine Folgenpause. Die gehen ja noch, aber diese Magier sind... Ich bin gleich tot. Boah. Fuck. Geh mal ein bisschen zurück jetzt. Mach ihr mal das. Ähm...
Fokus, Kalia. Fokus. Machen wir mal ein bisschen auf Fernkampf hier. Oh. Ach du Scheiße. Wie wär's mit noch größeren, ha? Gott. Ich hätte mir noch echt Vorräte und so holen sollen. Weil ich schon wieder den alten Eisenpfeil ausgerüstet habe. Pfeil. Ah, da, die machen schon wesentlich mehr Schaden. Fokus. Hab ich dich? Boah. Das ist ja heftig. Das waren alle. Schnell, jetzt zum Tor, bevor noch mehr kommen! Hirasch, verschlossen. Was machen wir? Aufbrechen. Seht ihr diese Balliste dort oben? Hinteren Sakharesh, ihr... Moment, spürt ihr das? Ja, Hitze. Großmeister, wir... Beim Namen der Sonne... Ja, genau. Deckung! Oh shit! Was nun? Boah, jetzt kommt da dieser Riesendrache. Ich will nicht gegen den kämpfen, ich habe viel zu wenig Zeug dabei. Wartet! Er bewegt sich! Ja. Ja, das ist gut. Bleibt bei uns. Wo ist Kalia? Was ist passiert? Ein herabfallendes Geröllstück hat euch getroffen. Aber wir sind in Sicherheit, zumindest für den Moment. Der Drache? Wo ist dieser Drache? Aber sein Angriff hat den Eingang verschüttet. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis er einen anderen Weg findet. Was ist mit Kalia? Wo ist sie? Die Trümmer haben sie begraben. No! Aber ihr habt überlebt. Und das ist das Wichtigste. Dann müssen wir sie suchen. Ja, aber dafür müssen wir einen anderen Weg nach draußen finden. Und der führt nur durch das Herz dieses Tempels, das Leuchtfeuer. Und was tun wir nun? Wir bringen es zu Ende. Die Arroganz der Hohen war gespielt. Sie haben Angst vor uns, und dieser Angriff war ihr letzter Trumpf. Aber sie sind gescheitert. Wir sind hier, und wir sind nah. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist, den Hohen zu beschwören, ihm den Numinos zu entreißen und in den Behälter zu bannen. Dann ist es vorbei. Den Göttlichen sei Dank sind eure Verletzungen nur oberflächlich. Versucht durchzuhalten. Das Leuchtfeuer der Pyräe finden. Was haben wir denn da vorne schon wieder? Ja, komm, den einen machen wir jetzt noch und dann mache ich trotzdem folgen, Päuschen. Jämmerlich. Lächerlich. Bam. So, vielen Dank fürs Zugucken und ich schätze mal schwer. Morgen finale Folge von Enderal. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Bis dann.